Liebe Schwestern und Brüder, ein viel zitiertes Wort, wie so ziemlich alle Worte aus der Bergpredigt Jesu, die wir in diesen Tagen hören. Ein viel zitiertes und wohlklingendes Wort vom Salz der Erde und dem Licht der Welt. Ist für die Jünger damals, wie auch für uns zunächst, vielleicht sehr schmeichelhaft. Aber welch hoher Anspruch liegt darin? Wenn wir gerade in unseren, sollen wir sagen, Ausweglosigkeiten, wie die scheinen, dass die Kirche immer kleiner wird hierzulande, dass sie gar nicht recht weiß, wo und wie sie hin soll und was zu tun ist, ist dieses anspruchsvolle Wort eine Richtschnur, wie immer das Wort Jesu eine Richtschnur ist. Wenn wir nachdenken und davon viel lesen über die Zuwendung zur Welt, natürlich, das ist hier klar. Salz der Erde sind wir nicht für uns selber. Wir sind nicht Salz für Salz und nicht Licht für Licht, sondern Salz der Erde und Licht der Welt. Das heißt aber mit anderen Worten auch, dass wir nicht Welt sind, sondern eben Salz und Licht für die Welt, für die Erde. Aber nicht identisch. Wir brauchten einige Momente, um das an uns heranzulassen. Und wie immer müssen wir dieses Wort ja aus der Fülle der Tradition her verstehen. Die Väter haben gesagt, warum spricht er gerade von Salz? Es ist klar in der damaligen Zeit, Salz ist unbedingt notwendig, um irgendetwas haltbar zu machen, um es vor der Fäulnis zu bewahren, wenn wir vor allen Dingen an Fleisch denken. Also um diese Erde vor ihrer eigenen Fäulnis zu bewahren, die man doch überall beobachten kann. Die Spuren des Todes, der Verwesung, gerade in unseren Konsumgesellschaften. Alles stinkt zum Himmel. Und zwar durch die Verweslichkeit, durch die Hinfälligkeit, dadurch, dass es nicht haltbar ist, trotz Kühlschränken. Nein, es braucht das Salz, das Christus selber ist. Es braucht das Licht in dieser Welt, dass Christus selber ist. Und es hilft nichts, wenn wir uns der Welt angleichen und uns der Verweslichkeit und Fäulnis hingeben. Es hilft nichts, wenn, wie Jesus es selber sagt, wir einen Eimer über das Licht stülpen, damit wir niemanden vor den Kopf stoßen. Nein, Salz und Licht. Es ist unsere Aufgabe, das der Welt zu schenken, uns selber von Christus her würzen und erleuchten zu lassen, damit wir der Welt das schenken können, das geben können, was sie so dringend braucht.